So, hello zu einem neuen Vlog. Wie ihr sehen könnt, bin ich wieder bei meiner Schwester. Und ich dachte mir, ich vlog heute einfach mal. Ich weiß zwar nicht, ob irgendwas Besonderes passieren wird, aber ich dachte mir, ich vlog einfach mal. Es ist heute so mega heiß, ne? Die einzige Rettung, die wir haben, ist dieses Gerät hier. Man sah die schon gar nicht mal richtig. Naja, mal schauen, was heute noch alles passiert, ob wir das Haus verlassen. Wir haben, glaube ich, 40 Grad heute. Oder? Ja, 38, deswegen. Und in so einer Dachgeschosswohnung ist es wirklich unerträglich. Da ist es, glaube ich, sogar draußen angenehmer. Aber mal schauen. Jetzt rausgetraut in die Hitze. Wir warten gerade auf den Bus, damit wir in die Stadt fahren können. Und dann gehen wir wahrscheinlich auf die Neckarwiesen und legen uns da einfach ein bisschen hin. Sieht so komisch aus. Ich habe mich jetzt auch nicht geschminkt oder so. Ich weiß nicht, ich kann mich bei so einem Wetter immer nicht schminken, weil ich die ganze Zeit schwitze. Deswegen. No Make-up und so. So, wir haben uns jetzt ein Eis geholt. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass es mir runterfällt. Ah, es schmilzt schon richtig schnell. Das ist Mango und Wassermelone. Schmeckt echt gut. Heidelberg, du bist so schön. Nee, Leute, wirklich, Heidelberg ist richtig schön. War mein Blick dabei. Die Sonne blendet irgendwie voll. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie trage ich voll selten Sonnenbrillen. Ich habe immer Angst, dass ich so Ränder bekomme. Ja, hätte mir schon eins rausgeschnitten. So Leute, wir sind jetzt auf den Neckarwiesen und ich kann gar nicht euch so richtig sehen. Obwohl wir im Schatten liegen, aber trotzdem ist es irgendwie zu hell nach oben zu gucken. Wir haben uns auf jeden Fall in den Schatten gelegt, weil alles andere wäre nicht mehr zumutbar. Und es ist trotzdem noch immer so warm. Zwischendurch kommt immer so eine leichte Brise und dann ist es so eine Erleichterung. Ich habe irgendwie schon wieder Hunger. Das Eis vorhin war gar kein Genuss, weil man musste so schnell schlecken, damit es nicht schmilzt, dass man es gar nicht richtig genießen konnte. Das war schon ganz schön anstrengend für die Zunge. Ich habe voll Lust auf ein kaltes, auf ein kühles, kaltes. Ja, so eine eiskalte Cola.
Wir haben Wasser dabei, aber das ist mittlerweile warm. Man sieht nur so deine Haare. Und dann so deine Stimme. Ich habe Lust auf ein Kühlschrank. Ist das ein Disney-Film? Ja. Bin ich ein alltägliches, also so ein Tier, was man auch als Haustier haben könnte? Nein. Okay. Nein. Also ich bin in einem Disney-Film. Bin ich so die Hauptrolle in dem Film? Ja. Also ja? Also nicht nein, eigentlich nein. Eigentlich nicht. Sag ja! Eigentlich nicht die Hauptrolle, nein. Okay. Bin ich ein Bär? Nein. Schade. Ist der Disney-Film einer der älteren? Ja. Gehöre ich zur Sorte der Affen? Nein. Du schon. Lebe ich im Wasser? Nein. Oh, scheiße. Spreche ich auch in dem Film? Okay. Habe ich irgendwie menschliche Freunde in dem Film? Nein. Spielen in der Serie generell Menschen auch mit? Nein. Gar keine. Auch keine Serie. Hä, in dem Film meine ich, sorry. Nein. In dem Film spielen auch keine Menschen mit. Nein. Also nur mit Tieren. Bin ich gut? Ja. Bin ich Simba? Nein. Scheiße. Ich bin auf einem guten Weg. Bin ich Timon? Ja. Ja! Ich bin immer die Erste bei Wer bin ich? So, meine Schwester und ihr Freund haben mich jetzt hier zurückgelassen, ganz allein. Nein, Spaß, es ist nur eben kurz einkaufen gegangen. Und ich lege hier Herr Shawn Mendes und chill einfach mal. Heute sollte übrigens Kat eigentlich zu mir kommen, weil wir wollten ein Video zusammen drehen, aber deren Auto ist nicht angesprungen, deswegen haben wir das Ganze jetzt auf morgen verschoben und dann kommt sie und wir filmen zusammen und ja. Proviant. Und Süßigkeiten. Ich chill gerade auf dem Balkon. Also wir sind mittlerweile wieder zurück, beziehungsweise meine Schwester und ihr Freund sind noch einkaufen gegangen. Übrigens, ich hab was an. Ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr so bei dem heißen Wetter gemacht habt, beziehungsweise macht. Weil es ist echt so, egal was man macht, ob man sitzt, ob man liegt, ob man irgendwas unternimmt, man schwitzt immer. Don't watch me flip. Don't watch me nana. Don't watch me flip. Don't watch me nana. Nächste Woche geht's für mich auf die Fashion Week und ich bin dann zum allerersten Mal auf der Fashion Week, weil es irgendwie, bisher hat sich's nie ergeben und es ist immer irgendwas dazwischen gekommen. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie es da ist. Aber ich frage mich echt noch, was ich anziehen soll und ob es dann genauso heiß wird, weil dann ist es echt schwer, irgendwas Gutes zu finden. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wie viele von euch aus Berlin kommen. Weil ich werde halt die Woche dann über der Fashion Week dann da sein. Und am 7., wenn ich mich jetzt nicht irre, habe ich die Möglichkeit, einige von euch zu treffen. Beziehungsweise ihr habt dann die Möglichkeit, mich dann zu sehen. Und ich kann noch nicht Ort und Zeit sagen, weil das weiß ich noch nicht so genau, aber auf jeden Fall am Dienstag. Also wenn ihr aus Berlin kommt, dann würde ich mich voll freuen, wenn ihr dann vorbeischaut. Und ich werde auf jeden Fall nochmal auf meinen sozialen Media-Kanälen, also Facebook, Instagram und Twitter und Snapchat Bescheid sagen, wo ich dann wann sein werde. Also, falls ihr mich dann sehen wollt vielleicht und Fotos machen wollt und reden, dann würde ich mich voll freuen, wenn ihr kommen würdet. Now watch me flip. Now watch me nine-night.
Übrigens weiß ich, dass es eigentlich Whip heißt, aber so Miranda-Style und so. Ich esse gerade Nudelsalat und gucke Modern Family von draußen. Also da sieht man den Fernseher. Weil ich will mich nicht reinsetzen, die Luft da drin ist einfach nur unerträglich. Oh, ich sehe so hübsch aus gerade. Wie so ein zerrupftes Hühnchen. So, wie ihr sehen könnt, sind wir wieder unterwegs durch die Heidelberger City. Wie ihr unschwer erkennen könnt, bin ich wieder auf ein normales Objektiv gerade gewechselt, weil der Freund meiner Schwester brauchte das andere, weil er jetzt ein paar Aufnahmen ausprobieren will mit seiner Kamera. Deswegen filme ich jetzt gerade mit einem normalen Objektiv. Und da es schon so dunkel ist, die Qualität natürlich nicht so die beste. Deswegen braucht es manchmal, um scharf zu stellen, aber ich hoffe, es ist okay. Das Nachtleben von Heidelberg. Guckt mal, wie schön das hier ist. Guckt mal, Leute, hier in der Brücke sind auch so Liebesschlösser. Steffi und Marc. Oh, süß. So, wir sind gerade dabei, noch ein paar Fotos hier zu schießen, weil die Location einfach so schön ist mit diesen Lichtern und so. Und aha, meine Kamera stellt nicht scharf. So. Und ja, die Bilder könnt ihr dann auf meinem Instagram sehen. IstaEasyk heiße ich da einfach, falls ihr mir noch nicht folgt. Und bin mal gespannt, was so für Bilder rausgekommen sind. Vor allem auf einem Bild sitze ich so an einer Laterne, das werde ich auch noch posten, aber ein anderes davon aus der Reihe, als mein Schwester es geschossen hat, sieht man so noch so ein paar Meter neben mir, so ein Pärchen sich küsst und ich sitze so alleine bei der Laterne und ich sehe einfach nur so richtig aus wie so ein Moff ohne Freunde, forever alone. Aber ja, das Bild ist echt lustig, aber das werde ich jetzt nicht posten und so, weil wegen anderen Leuten und so. Also wir sind gerade noch in einem Café und ich habe mir so einen Virgin Strawberry Margarita bestellt. Geschmack. Schmeckt gut. Was ist das? Ein Hugo, alkoholfrei. Ein extra Blatt, dann kriegt man immer solche Knickelflinge. Pass auf, das tropft gleich. Womit wir dich dann finden, wenn du verloren gehst. Genau. So Leute, ihr werdet mich kaum sehen wahrscheinlich. Außer ich hätte dieses Knicklicht vor mein Gesicht. Und zwar bin ich todmüde. Ich wollte eigentlich heute noch den Vlog schneiden, aber ich bin echt von auf der Autofahrt auch eingepennt und so. Ich bin so kaputt. Und ihr seht, ich bin gerade auf dem Balkon, weil ich schlafe draußen. Es ist einfach bei solchen Temperaturen unterm Dach nicht erträglich. Und wir haben in Heidelberg immer noch 30 Grad und wir haben schon 1 Uhr nachts. Deswegen schlafe ich draußen. Da wird man zwar um 5 Uhr schon wach, weil es Leben dann schon losgeht, aber es ist immer noch angenehmer, als jede 10 Minuten aufzuwachen, weil es einfach so heiß ist. Und ja, ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen und freue mich über Feedback und dann sehen wir uns beim nächsten Vlog wieder. Bye!